Moin, ihr Lieben. Ihr wart so fleißig, habt in die Kommentare geschrieben und uns Daumen nach oben dafür gegeben, dass wir jetzt den zweiten Teil von unserem verrückten Q&A hochladen sollen. Und das werden wir jetzt auch tun. Und es kommen jetzt nochmal weitere 25 Fragen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Wenn du ein Einhorn finden würdest, würdest du es für dich behalten oder jemand davon erzählen? Wollen wir sagen? Du hast ein Einhorn. Ja, wollen wir es mit der Community teilen? Sechs. Ich zeige euch mein Einhorn. Wir haben es gut aufbewahrt hier. Wir haben sogar mehrere. Wir haben Einhornfamilie. Was machst du denn da? Ich passe wieder auf Mokka-Zucker. Mhm. Dieses Einhorn ist übrigens von Toys R Us, weil die Frage kommt nämlich total oft. Toys R Us, da war ich früher mal voll gerne. Können wir auch mal wieder hinfahren, mal gucken, was da so gibt. Oh, kennst du auch diese Serie, wo man dann beim Toys R Us... Ja, ja. Hm. Ja. Super RTL. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall mein Einhorn. Ich habe es mit euch geteilt. Ich habe es gefunden. Ich bin dran? Nee. Doch. Wenn du die Welt retten müsstest, mit welchem Pferd würdest du es tun? Wir würden als die geschlossenen sechs an die Front gehen. Okay, also nehmen wir alle Pferde mit. Ja, Palu würde am Ende von dem Krieg mit seinem großen Herz und seiner Sanftmut wieder Liebe verbreiten. Love is in the air. Sammy würde alle aufessen. Ja. Carlson würde ablenken. Der würde... alle ablenken einfach. Und Holly fliegt über alle drüber weg. Ja. Und Patrick macht danach den Dreck weg. Genau. Ich bin dann für die Nacharbeit und zuständig. Ich plane das Ganze. Ich konzeptioniere unseren Schlachtplan. Ist dein Auto aufgeräumt oder fährt das halbe Stallequipment durch die Gegend? Mein Auto ist sowas von aufgeräumt. Jo. Da findet man keinen. Du kannst ja drei Monate drin leben. Du kannst ja sogar anbauen. Du kannst ja Gurken anbauen, glaube ich. Aha. Und Tomaten. Wenn dann Möhren. Ja. Ja, ich fahre das halbe Stall-Equipment mit mir herum. Und noch ein bisschen Futter hier. Ich habe mir letztens übrigens darüber Gedanken gemacht, ich muss mein Auto aufräumen, weil ich mir überlegt habe, was ist, wenn ich jetzt einen Unfall habe? Die kommen ja gar nicht an mich ran. Was war dein dümmster Fehler auf einem Turnier? Erzähl ich nicht. Okay. Ha? Frage und Antwort? Hallo? War das jetzt deine Antwort? Erzähl ich nicht? Erzähl du das. Das ist mir zu peinlich. Sie hat einen Sprung vergessen, und zwar den letzten. Und wäre sie den gesprungen, dann hätte sie auch gewonnen. Aber nein, das ganze Publikum von außen hat geschrien, da ist noch ein Sprung und dann... Oh. Alle, das Schlimmste... Ich hoffe, das war ja auch richtig peinlich. Ja, das Schlimmste war... War das mit Holly? Ja, das war Springpferdeprüfung. Und alle haben schon gesagt, die gewinnt das, die gewinnt das. Und die hat auch eine tolle Runde gemacht da drinne. Und dann stehe ich, reite ich raus und alle sagen so, ja toll, jetzt gewonnen. Das war so richtig das, was man dann hören wollte. Ja. Muss ich nicht. Nee, ich bin gerade dran. Was würdest du als erstes machen, wenn du einen Tag ein Pferd wärst? Und was würde Patrick tun? Patrick würde vielleicht den Matratzentest machen. Ich würde äppeln. Ich würde einfach da auf dahin äppeln, wo ich das will. Genau, damit die Menschen das mal dann wegmachen müssen. Genau. Ne? Ich würde mir mit dem Hinterhuf vorne am Kopf kratzen. Was für eine dumme Idee. Du bist dran. Danke. Bitte. Darf man dich beim Treffen auf der Equitana umarmen? Ja, man darf uns umarmen, ne? Ja, dich darf man umarmen. Dich auch. Mich darf man auch mal umarmen. Ja, ihr dürft uns umarmen. Wollt ihr nicht mehr versuchen zu voltigieren? Ich habe schon mal voltigiert und ich das war sogar beim letzten Q&A auch dabei. Da habe ich das auch erzählt. Stimmt, aber nicht, ob wir das mal wieder machen wollen. Nee, echt nicht. Ich verspreche dir auch, du musst keine Leggings anziehen. In Jogginghose oder was? Ja. Und Sportschuhe. Ja. Nee, du musst Ballerina schlappen. Ja. Hör das schon wieder auf. Na gut. Du bist dran. Ich bin dran. Freundlich. Bitte sehr. Gibt es etwas, das dir peinlich ist? Ach, das geht auch nicht. Ich bin Tokyo. Die traut sich doch nicht mal hier bei Pizzalieferanten anzurufen. Ich bin Tokyo Hotel Fan. Oh! Nichts gegen Tokyo Hotel Fans, aber Saskia, warum? Ich war als Kind schon Tokyo Hotel Fan. Dann war ich kein Fan mehr, weil einfach kein Hättest Fan mehr. Hättest du mir das gleich von Anfang an erzählt. Und dann war das, dass meine Freundin, die wirklich noch Fan ist, gesagt hat zu mir, wenn die nochmal nach Deutschland kommen, gehst du dann mit mir zum Konzert. Und ich bin davon ausgegangen, dass das nicht passieren wird. War dann aber letztes Jahr der Fall. Die sind wieder nach Deutschland gekommen. Ich also mit zum Konzert. War auch ein bisschen erstmal nicht so positiv davon überzeugt. Und dann am Ende war ich wieder Fan. Ich werde am 15. auch in Hamburg auf dem Tokyo Hotel Konzert sein. Gratulation. Und ich werde voll mit dabei sein. Ich habe mich so gefreut, als sie durch den Monsun gespielt haben. Nimmst du regelmäßig Unterricht? Ja, also ich habe jede Woche Springunterricht, aber meine Trainerin und ich haben jetzt auch uns vorgenommen,
dass wir wieder mehr auch noch dressurmäßig arbeiten müssen. Bist du immer geschminkt oder gestylt im Stall, Patrick? Ab und zu geschminkt und ab und zu auch nicht. Dafür gibt es sogar, glaube ich, ein Bild, ne? Ja, hier seht ihr das Foto. Wir sind nicht immer gestylt im Stall. Du bist nicht immer gestylt. Also ich bin nicht immer... Also ich bin nie gestylt. Nein. Doch, ich habe meine Meister-Mister-Klamotten. Ich bin dran. War das nicht... Nee, abwechselnd, Saskia. Jedes Mal einmal machen. Ich verstehe den abwechselnd nicht. Was waren die Marken, die du als Kind zum Reiten getragen hast? Ich weiß noch, wie stolz ich auf meine Golden Dress Reithose war. Und die war auch noch in so Feincord, in dunkelblau, mit Vollleder. Was nach dem Waschen so knüppelhart war, dass man die erstmal 3 Wochen wieder tragen musste, bis sie gemütlich war. Und dann musste sie wieder in die Wäsche. Dann habe ich noch Iris Beyer, weiß ich, war ich noch ganz stolz, als ich da von Jackett und eine Bluse hatte. Mein Piqueur Jackett war ich auch ganz stolz drauf. Das waren so die Marken, wo man früher echt schon ganz vorne mit dabei war. Zu meiner Zeit, als ich 12, 13 war. Du bist dran. Danke. Reitet Julina mit Sammy Turniere? Leider ist es so, dass Sammy bei Lautsprechern anfängt, so ein bisschen sehr unruhig zu werden und auch die Tendenzen hat zu steigen. Und da ich das nicht riskieren möchte, dass dann da ein Kind drauf sitzt, geht es leider nicht. Obwohl das so süß wäre. Also es wäre super süß, wenn die so Reiterwettbewerbe und so. Wenn ich weiß, wer Julina ist, das ist... Das kleine Mädchen aus dem Stall, die Sammy ab und zu mal mitreitet. Sie ist übrigens nicht meine Schwester, nicht meine Tochter. Sie hat einfach nur ihr Pony bei uns im gleichen Stall stehen. Wenn du einen Shetty gewinnst, würdest du es behalten? Ja, und ich würde es Whisky nennen. Nee, nicht Whisky. Whisky? Whisky ist ein Alkohol. Dann machen wir lieber Whisky. Wir haben schon Tequila im Stall stehen. Ja. Dann könnte man auch Zitrone sagen. Zitrone und Whisky. Und dann brauchen wir noch Salz. Also wir würden aber nie bei irgendwelchen Gewinnspielen mitmachen, wo man Lebewesen gewinnen kann. Nee. Aber würden wir eins gewinnen, würden wir es natürlich behalten. Ja. Wieso küssen Patrick und du euch nie in FMA? Weil wir sind Geschwister. Ja. Ja. Das ist der Grund. Schwesterherz. Mhm. Komm mal ran. Ich finde das so lustig, wenn die Frage kommt, ob wir Geschwister sind. Dann denke ich mir immer so, boah, habt ihr ein geiles Verhältnis zu euren Geschwistern, wenn eure Geschwister so viel mit euch gemeinsam unternehmen, dass ihr glaubt, dass wir beide Geschwister sind. Mhm. Wir knutschen einfach nicht in den FMAs, weil wir das einfach allgemein nicht vor der Kamera machen. Nee. Also da müsste schon echt was passieren, dass das passiert. Doch, es gibt ein Video, wo wir uns ein Knutschen geben. An meinem Geburtstagsvideo, weil du das mit dem Auto gemacht hast. Ah. Ja, also es gibt ein Video, wo wir uns küssen. Ja, findet das man. Da sucht mal an. Sucht mal los. Hast du einem Pferd schon mal Süßigkeiten gefüttert? Habe ich schon. Mein zweiten Pony, Beanie Bo, wir haben uns immer diese Schaumpilze von Haribo oder wo die her waren geteilt. Gut ist das aber nicht. Nicht nachmachen. Putztasche oder Putzbox? Tasche. Box, viel ordentlicher. Viel unkomplizierter. Kann man alles reinspeisen, ab ins Fach reinschieben. Der kleine Wurm neben mir könnte auf der Box draufsteigen und dann könnt ihr sie auch mal Palou am Hals putzen. Dafür brauche ich doch eine Trittleiter. Gibt es ein berühmtes Pferd, das du gerne mal reiten würdest? Wenn man das berühmt nennen kann, dann den Monte Bellini. Aha. Das ist nämlich der Hengst zu Holly, also Hollys Papa. Den würde ich gerne reiten, der ist so hübsch. Mit wie vielen Jahren hast du mit YouTube angefangen? Oh, das ist schon so lange her. Ich glaube mit 23,5. Da warst du doch so ein kleiner Wurm. Mein YouTube-Dasein jährt sich am 21.03. Ich freue mich schon, dann bin ich ein Jahr auf YouTube. Auf was würdet ihr euer ganzes Leben eher verzichten können? Red Bull oder Pizza? Red Bull. Weil ich habe heute meinen Tag um 9 mit einer Pizza begonnen und erst mittags Red Bull getrunken. Also kann ich wahrscheinlich eher auf den Alter, bist du pervers, Mann. Du bist ja noch schlimmer, du bist ja viel schlimmer als ich. Wie kannst du denn morgens um 9 eine Pizza essen? Wahrscheinlich eine Nudelpizza. Vielleicht war es auch 8:30. Naja, wir haben jetzt auch wieder Brot eingekauft, dann kann Saskia ja auch mal Brot zum Frühstück essen. Und Kaffee habe ich dir heute Morgen auch gemacht. Ja, mit Milchschaum, habe ich auch gesnappt. Was war dein größtes Erfolgserlebnis? Abgesehen vom Reiten war es, dass ich mein Abitur geschafft habe. Unglaublich. Fett Applaus. Hashtag Saskia hat ihr Abitur geschafft. Hör auf. Ich sollte eigentlich auf die Realschule oder sogar auf die Hauptschule. Hauptschule. Nichts gegen Hauptschule. Aber dann habe ich mein Abitur geschafft und ich hätte es sogar mit 1,4 oder 1,5 abschließen können, wenn ich nicht 2 Abi-Prüfungen verkackt hätte, weil ich in Mathe die 2. Seite übersehen habe und das andere Fach ein Hör auf mich zu ärgern. Das andere Fach war ein kreatives Fach und da war eine Lehrer und ich halt anderer Meinung.
Habe ich 1,9 gehabt am Ende. War auch immer mit den Lehrern in der anderen Meinung drinne rein. Wie findest du die Eskadron Next Generation Kollektion in diesem Jahr? Also, im Gegensatz zu vielen anderen finde ich sie cool, weil man der nicht nachsagen kann, dass sie aussieht wie jede andere. Weil sie so ein bisschen Hippie-Hipster-mäßig ist. Hippie-Hipster. Und das finde ich irgendwie cool. Aber ich kaufe ja dieses Jahr kein Eskadron. Würdest du jemals neongrüne Schabracken und Bandagen benutzen? Ich sage mal, man sagt lieber niemals nie. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so unbedingt meine Favoritenfarbe. Ja, wenn du nachts ausreiten gehst oder? Ja, das kommt auch ständig vor. Dann könnte man dich besser sehen. Dann könnte ich doch mal nachdenken. Ich glaube, ich bin jetzt endlich mal wieder. Du warst gerade vor einer Frage. Einhorn oder Pegasus? Pegasus, weil da kannst du über mit hinfliegen. Aber Einhorn kann fliederfarbene Mähne haben. Oder sogar Regenbogen pupsen. Ja, okay, dann könntest du auch einen Regenbogen überall hinreiten. Ja. Schwierige Frage. Sehr schwierig. Da wir ja zu zweit sind, kann ja jeder eins und wir tauschen ja eh mal dann. Ich kann ja auch gar nicht reiten. Stimmt. Also brauche ich Pegasus, weil der reitet nicht, der fliegt. Ich bin dran. Finger weg. Willst du mal andere YouTuber persönlich treffen? Ich habe das große Glück, dass ich schon einige getroffen habe. Wow. Annika, Anja, Julia, Damiana, Lea von Horse Destiny, mir und auch noch weitere haben wir schon getroffen. Und da sind echt liebe Mädels bei. Also ich habe noch mehr getroffen. Ich habe jetzt leider nicht gerade alle Namen im Kopf. Ich darf die Frage beantworten bzw. vorlesen, weil Patrick nämlich Wortknoten hatte gerade. Wortkotze kann man auch sagen. Wird der Meistermister manchmal dafür belächelt, dass er alles für die Pferde und für dich tut? Leider ja. Naja, damals war das schlimmer, aber ja. Momentan. Also bei uns im Stall überhaupt nicht, aber wir haben schon Ställe gehabt, da konnte das, also die konnten das nicht gönnen, dass wir das gemeinsam durchziehen, die mussten das immer ins Negative. Ja, das war mir auch immer egal, also. Ja, das stimmt. Das war jetzt auch der zweite Teil von unserem total verrückten Q&A. Es hat super viel Spaß gemacht, was für coole Fragen gestellt wurden. Das war mal eine ganz andere Art von Q&A und es hat uns sehr viel Freude gemacht. Wenn ihr sowas öfter haben wollt, dann müsst ihr mir das einfach mitteilen. Schreibt ruhig auch schon wieder weitere coole Fragen in die Kommentare, dann können wir die nämlich direkt notieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich auf der Equitana und ansonsten bei meinem nächsten Video am Mittwoch um 18 Uhr. Bis dann. Tschüss. Ciao.